So, herzlich willkommen zurück zu Das dunkelste Stunde Anwesen. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, hatten gesagt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen unsere Level 2er oder generell unsere Low-Level-Leute leveln müssen für den Boss hier, der für Stufe 3 ist, weil, naja, uns gehen langsam die Stufe 3 Leute aus. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt erstmal los. Und ja, ich nehme diesmal jetzt wieder zwei Schaufeln mit und zwei Schlüssel. Ja, in der letzten Folge sieht man warum. Naja, wieder zurück beim Fischvolk. The smell of rotting fish is almost unbearable. Okay, 90% der Räume, ich würde sagen, wir gehen dann so rum. Also erst runter, dann hoch. Dämlichen Vampire jucken mich jetzt nicht. Das können wir mal ab und zu mal wieder machen, aber je nachdem, wie die Quest hier verläuft. So, das fängt doch schon mal ganz gut an. Würde ich mal sagen. Der mit seiner Stresswelle. Stimmt, Wappen müssen wir auch noch sammeln. Ist auch noch wichtig für die Verbesserung der Gilde. Dann können wir nämlich unsere Fähigkeiten auf jeden Fall bis zum Maximum theoretisch verbessern. Darmkolik. Okay. Da fragt man sich doch, wie so ein Rad das verursachen kann. Aber naja, gut. Krass, wie schnell die jetzt Hunger gekriegt haben, wenn man sich jetzt an die letzte Folge noch erinnert. Da war das, glaube ich, erst ganz am Ende. Also, wir halten fest. Kreuzfahrer und Naberläste ist natürlich die. Die futtern dir die Haare vom Kopf. Ich sag so, wie es ist. Ja, jetzt gehen wir nach oben bis hier. Theoretisch hätten wir auch so gehen können, ist relativ wumpe. Fangen jetzt erstmal schon mal dem Gift an, sodass der schon mal down ist. Den könnten wir noch versuchen zu betäuben. Sehr schön. Theoretisch könnte man auch sogar eine Mannschaft einfach nur aus Kreuzfahrern machen, die halt immer diesen Heal, vielleicht noch diesen Heal und dann noch, weiß nicht, noch irgendwie irgendeine Stärkung oder sowas drin haben oder keine Ahnung. Theoretisch vielleicht auch noch das oder diesen betäubenden Schlag oder das hier. Na, und dann die alle mit dieser Lanze angreifen lassen. Wäre bestimmt witzig. Wobei er bräuchte auch einen Nahkampf, weil es könnte halt sein, dass wenn alle auch gleich schnell sind oder ähnliches, der ist glaube ich tot, dass dann zum Beispiel halt der vordere dran ist und der kann dann nicht angreifen, außer sich halt irgendwie buffen oder irgendwen heilen. Gut, das wird noch gehen, aber da wäre dann der Anfang, das Wichtigste. Wäre aber bestimmt mal witzig. War das hier mit. Nee. Ach, hier war das, glaube ich, mit.
Mit den Kräutern. Mechanical hazards possessed by evil intent. Oh, komm. Na gut, das ist nicht so schlimm. Die Beleidigung schlug fehl. Wäre bestimmt witzig, wenn er da irgendwie was sagen würde und dann so, Mist, die Beleidigung ist fehlgeschlagen. So, 6 Schaden kriegt er schon mal reingedrückt. Das ist jetzt schlecht. Okay, jetzt ist der ist auf jeden Fall down. Perfekt. Wie schnell die aber auch sind. Also generell. Naja, der war nicht schnell genug. So. Ja, wir sammeln langsam die Einladungen, damit wir auf jeden Fall, wenn wir mit dem... mit der Vicomte, oder wie sie hieß... ich weiß nicht, wie man sonst ausspricht. Vicomte oder so. Oder wie kommt. Ich weiß nicht, ob man das Französisch ausspricht oder nicht. Ist ja auch relativ. Zumindest, damit wir nicht ständig immer wieder Einladungen holen müssen. Sammle ich die einmal. Und dann, wenn unsere Leute auch vom Level her alle, dass ich sage, jo, ab dafür, dann können wir uns derer annehmen. Der ist ja echt lahm. Der hat eine Geschwindigkeit von 1. Hat der eine Geschwindigkeit von 2? Jo, Tatsache. Okay, die beiden sind echt lahm. Versuch mal den zu erschießen. Sehr gut. Weil der dürfte dann jetzt nämlich auch am Gift sterben und dann können wir uns nämlich voll und ganz um den hier kümmern. Oh, scheiße. Mann! Verklickt erstmal wieder des Todes. Naja, egal, den kannst du ruhig schützen. Das ist uns ziemlich egal. Weil damit hast du einfach nur einen Zug verschwendet. Wo du jemanden angreifen könntest. Ich meine, die Pestdoktorin, die ist, glaube ich, derzeit ein gutes Ziel. Aber jetzt ist zu spät. Tschüss. So, noch ein paar Wappen. Dann dürfen wir es auch bald geschafft haben. Klar, solche Missionen sind nicht unbedingt immer spannend, aber wir hatten die ja auch schon mal, dass dann irgendwas richtig Krasses noch passiert ist, dass wir dann richtig auseinandergenommen wurden oder wirklich gefühlt jeder Angriff von uns daneben gegangen ist und all sowas. Deswegen finde ich es eigentlich schon lohnenswert, die Mission halt zu zeigen. Zumindest die meisten eigentlich. My obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Der komische Krächzer geht mir wieder auf den Keks. Das ist eigentlich sein Problem. Wo ist er denn? Ah, hier. Stufe 5. Aber jetzt wissen wir ja, wie er ungefähr... dass wir nicht kämpfen müssen. Also, dass wir nicht kämpfen müssen. Natürlich müssen wir kämpfen, dass wir nicht uns irgendwo durchschlagen müssen oder sowas.
So finde ich das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Oder nehme ich lieber Reynolds statt die Schildbrecherin mit? Oder vielleicht einen besseren Heiler? Für so finde ich das eigentlich echt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, er kann sich auch heilen. Sie zwar nicht, sie zwar auch nicht, aber ja, sie kann halt noch so ein bisschen notdürftig heilen. Könnten halt noch mal gucken. Hier ist auf jeden Fall alles gut und beim Schmied, ja, könnten wir halt nochmal bis zum Ende verbessern, aber das kostet derzeit mega viel. Brauchten wir 84 für. Naja, dann wird auf jeden Fall das nächste Mal der Krächzer unser Ziel sein. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein. Bis dahin. Bye, bye.